E-Bikes ohne Ketten oder Riemen, geologischer Wasserstoff und Handschlaggeschäfte auf die digitale Art. All das gibt's in dieser Folge vom Steckerchecker Update. E-Bikes mit Digital Drive. Vorbei ist das Kettenölen, Riemen reinigen oder Schaltung einstellen. Erste Fahrradhersteller testen jetzt ein System namens Digital Drive. Dieses verzichtet komplett auf eine direkte Verbindung zwischen euren Pedalen und der Hinterachse. Stattdessen kurbelt man mit den Pedalen einen Generator an und dieser lädt einen Akku auf. Mittels Software wird dann das normale Gefühl einer Kette simuliert und ein Hinterachsenmotor angetrieben. Auf der einen Seite verliert man Verschleißteile wie die Kette und auch das lästige Einstellen der Schaltung ist nicht mehr nötig. Ihr könnt einfach entspannt in die Pedale treten, egal welche Steigung ihr da gerade fahrt. Auf der anderen Seite geht aber auch viel Energie verloren, die sonst durch die Pedale das Fahrrad direkt angetrieben hätte. Für das tägliche Pendeln mit dem Stadtrad scheint es dann doch unnötig viel Technik zu sein und aufgrund des hohen Gewichts der Komponenten auch einfach ineffektiv. Aber wenn man an Cargo-Bikes denkt, die teilweise sehr lange Kettenwege haben und manchmal auch nur noch rein aus regulatorischen Gründen vorne überhaupt die Pedale haben und eigentlich nur vom Motor hinten angetrieben werden, da könnte der Digital Drive eine gute Lösung sein. Ein Fahrzeug mit Digital Drive gibt's übrigens schon. Das ist allerdings nicht auf der Straße, sondern im Wasser unterwegs als elektrisches Tretboot. Dazu werden wir aber bald hier ein ganz eigenes Video auf dem Kanal haben. Geologischer Wasserstoff. Aktuell ist die Wasserstoffproduktion sehr energieaufwendig und lohnt sich eigentlich erst, wenn man einen richtig großen Überschuss von erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel bei einer Windkraftanlage, hat und dort diesen Überschuss für die Wasserstoffproduktion nutzt. Bill Gates und andere Investoren haben insgesamt 91 Millionen Dollar Kapital für das Startup Coloma bereitgestellt. Dieses möchte Wasserstoff nämlich nicht produzieren, sondern geologischen Wasserstoff aus der Erde fördern. Der geologische Wasserstoff, oft auch als weißer oder goldener Wasserstoff bezeichnet, muss wie Öl aus der Erde gefördert werden. Laut Coloma ist dieser Prozess wesentlich energieeffizienter und auch weniger kostenintensiv als andere Produktionsmethoden. Das Problem ist aber, niemand weiß, wo und wie viel geologischen Wasserstoff es überhaupt gibt. Drücken wir dem Startup also die Daumen, dass sie demnächst schon auf ein großes Vorkommen treffen werden und auch beweisen können, dass sie es wirklich kosteneffizient fördern können. Möglichkeiten, wie ihr erneuerbare Energien kosteneffizient in euren Haushalt bringen könnt, findet ihr bei unserem Partner, dem E-Partner Webshop. Die haben eine Themenwelt erneuerbare Energien. Dort findet ihr jede Menge Infos und Produkte rund um die Themen Solar, Wärmepumpen und E-Mobilität. Schaut doch mal vorbei unter www.epartnerwebshop.de. Handschlaggeschäfte per Amazon One. Vor ein paar Wochen berichteten wir bereits über das neue Bezahlverfahren per Handflächenscanner von Amazon. Die Vorteile liegen auf der Hand. Es ist keine Kreditkarte und kein Handy mehr nötig, um zu bezahlen. Die Nachteile? Eure biometrischen Daten liegen auf den Servern von Amazon. Nach einer ersten Testphase geht das Ganze jetzt in die nächste Runde. Und so sollen noch in diesem Jahr über 500 Whole Foods-Filialen mit den Amazon-Geräten ausgestattet werden. Es gibt allerdings noch keine handfesten Informationen darüber, ob und wann das Ganze nach Deutschland kommt. Da sind wir auch schon am Ende dieser Update-Folge. Diese Woche haben wir es geschafft, die 500-Abonnenten-Marke zu knacken. Ganz vielen Dank an euch alle. Falls ihr noch kein Abo habt, drückt doch jetzt auf den Knopf und helft uns demnächst, die 600er-Marke zu erreichen. Bis dahin, bye, euer Steckerchecker.